Schön, dass ihr noch dabei seid. Wir machen heute wahrscheinlich nicht mehr die ganze Zeit, sondern nur einen Teil. Und bevor wir, also es steht eigentlich nur noch dieser Beweis am Programm von dem Satz, dass jede algebraische Potenzreihe auch d-endlich ist. Vorher möchte ich aber, nachdem gestern die Frage aufgetaucht ist, ein bisschen motivieren, wieso diese Algebraizität überhaupt interessant ist und auch die d-Endlichkeit. Und das taucht in der Kombinatorik auf. Und da möchte ich zwei Beispiele geben. Also vielleicht könnte man da sagen, Einschub über erzeugende Funktionen. Und anschließend werden wir dann den zweiten Beweis vom Satz von Abel machen. Und zwar machen wir da zwei Beispiele. Beispiel 1, das ist von einem französischen Mathematiker namens Apéry, 1978. Das war eine ziemliche Sensation. Ja, ihr wisst vielleicht, die Zeta-Funktion, Summe n größer gleich 1, 1 durch n hoch s, Zeta-Funktion, also Riemann-Zeta-Funktion. Und wenn wir hier s ganzzahlig wählen, etwa Zeta von 2, das ist einfach die Summe 1 durch n Quadrat, n größer gleich 1. Und das wisst ihr vielleicht, was da rauskommt. Hat das schon jemand gesehen? Quadratsechstel oder so ähnlich? Genau, Pi Quadratsechstel in R weniger Q. Okay. Und es stellt sich heraus, dass die Geraden, also Zeta von 2k, sind relativ einfach, sind bekannt. Und Zeta von 2k plus 1 sind rätselhaft. Das ist schon ein interessantes Phänomen. Und insbesondere war unbekannt, ob die ungeraden Werte der Zeta-Funktion rational sind oder irrational. Und das weiß man bis heute nicht, mit Ausnahme von Zeta 3. Apéry. Zeta 3 ist irrational. Okay. Also keine rationale Zahl. Und der Beweis ist spektakulär. Er hat den selber gar nie vollkommen ausgeführt. Das haben dann andere Leute aufgefüllt, aber seine Idee wurde übernommen. Und er macht das folgendermaßen, verwendet das Folgende. Rationale Zahlen. Das ist jetzt ein Statement aus der analytischen Zahlentheorie. Rationale Zahlen lassen sich nur schlecht durch rationale Zahlen approximieren. Was meint das hier? Also wir wollen natürlich nicht die rationale Zahl selbst als Approximation zählen. Wir wollen eine Folge von rationalen Zahlen ungleich, also dieser Zahl Alpha wählen, die gegen Alpha konvergiert. Und man stellt fest, wenn Alpha rational ist, dann konvergieren diese Folgen von rationalen Zahlen viel langsamer, als wenn Alpha irrational wäre. Ja. Das ist eine ganz merkwürdige Eigenschaft der analytischen Zahlentheorie. Irrationale Zahlen lassen sich durch
durch rationale Zahlen schneller approximieren als rationale. Und was Apéry macht, er konstruiert eine Folge von rationalen Zahlen, die sehr schnell gegen Zeta 3 konvergiert. Ja. Und damit beweist er, dass sie nicht rational sein kann. Apéry konstruiert Folge ANBN, N aus N, in Q, die sehr schnell, und ich spezifiziere nicht, was sehr schnell ist, die sehr schnell gegen Zeta 3 konvergiert. Und daraus folgt aus dem, was ich gerade gesagt habe, dass Zeta 3 nicht in Q ist. Worauf ich hinaus will aber, ist diese ANs und BNs angeben. Ich kann dir die Details nicht machen, ich habe das auch nicht vorbereitet, sondern es ist mir jetzt gerade eingefallen, dass ich das erzählen könnte. Wenn ihr da mehr drüber lesen wollt, gibt es einen herrlichen Artikel von Van der Poorten. Und das heißt irgendwie A Proof that Euler Missed. Ja. Van der Poorten behauptet, dass das Resultat von Apéry auch schon Euler hätte beweisen können. Das ist natürlich ein bisschen spekulativ, aber gut. Und was ich euch jetzt zeigen möchte, ist diese Folge AN. Die BN sind ähnlich definiert. Und zwar definiere Sätze AN gleich Summe k gleich 0 bis n, n über k zum Quadrat, n plus k über k zum Quadrat. Das ist ganzzahlig. Okay. Bn ist ähnlich, aber Bn sind Rationalzahlen. Ähnlich. Und wir erhalten dann erzeugende Funktion. Ax gleich Summe an x hoch n, n von 0 bis unendlich. Und das ist eine formale Potenzreihe. Ja, ich schreibe qx. Okay. Jetzt ist die Frage, ist diese erzeugende Funktion algebraisch oder d-endlich? Und man stellt fest, die Koeffizienten an erfüllen eine Rekursion. Und diese Rekursion ist überhaupt nicht schwer, überhaupt nicht leicht zu finden. Die Koeffizienten an erfüllen eine lineare Rekursion der Ordnung 3 mit polynomialen Koeffizienten. Ich habe die jetzt leider nicht auswendig da. Ihr könnt die bei Van der Poorten nachlesen. Aber das beginnt irgendwie, wie war das? Muss ein bisschen aufpassen. Ja. Vielleicht gehe ich das in der Pause schnell nachschauen. Ich habe den Computer dabei. Die ist sehr kompliziert. Ja, da steht also an plus etwas an minus 1 plus, und hier stehen immer Polynome in n. An minus 2 plus und so weiter, an minus 3 gleich 0. Da steht irgendwie so etwas Ähnliches wie n der dritten plus 34 n Quadrat minus 51 n. Solche Ausdrücke. Horrend. Ja? Aber nachdem die an so eine polynomiale Rekursion erfüllen, folgt, dass axd endlich ist. Differenziell endlich.
Aber man kann zeigen, dass es nicht algebraisch ist. Man zeigt. Ax nicht algebraisch. Okay. Das ist eine Situation, wo das auftaucht. Die Bns erfüllen die gleiche Rekursion. Bemerkung. Bn erfüllen die gleiche Rekursion mit anderen Anfangswerten. Anfangswerten. Und ein Rätsel ist, dass die a1 ganzzahlig sind. Aus dieser Formel, die hier steht, ist das klar. Aber aus der Rekursion ist das überhaupt nicht klar. Die bn sind nur rational. Okay. Also die Ganzzahligkeit von diesen erzeugenden Funktionen ist auch oft ein Rätsel, wenn man die Koeffizienten nur durch eine Rekursion gegeben hat. Das wäre also ein typisches Beispiel. Und da gibt es dann zig Interpretationen von dieser erzeugenden Funktion. Das hat zu tun mit Modulformen. Da geht also nicht nur die Kombinatorik ein, sondern da geht anspruchsvolle arithmetische Geometrie ein. Ja. Wie soll man sagen, also konzeptuelle Erklärung oder Interpretation. Vielleicht habt ihr schon von Modulformen gehört. Durch Modulformen. Das ist ein Gebiet der Zahlentheorie. Also schaut in diesen Artikel von der Porten hinein, das ist wirklich lustig zum Lesen. Und da sieht man auch die Rekursionen und wundert sich nur noch, wie Apéry. Also Apéry hat das Folgende gemacht. Er hat diese Formel hat er nicht angegeben. Er hat nur die Rekursion angegeben. Ja? Und Leute haben dann gefunden, dass die Lösung so ausschaut. Aber aus dieser Rekursion zu schließen, dass dann an durch bn sehr schnell durch gegen Zeta 3 geht, das war vollkommen rätselhaft. Also die Leute, ganz berühmte Leute, waren vollkommen fasziniert von diesem Zugang und er funktioniert. Das ist Beispiel 1, mehr so eine Anekdote, aber vielleicht ganz lustig. Kann ich schon löschen? Ich würde gern alles löschen. Ja, ich glaube, ich habe das schon notiert. Jetzt könnte man fragen, ob dieses Verfahren nicht auch für Zeta 5 geht. Und das geht nicht für Zeta 5. Das ist also wirklich limitiert oder niemand hat es gefunden, das zu erweitern auf Zeta 5 oder Zeta 7. Aber es gibt ein weiteres Resultat von einem gewissen Herrn Zudilin. Also das schreibt man vielleicht noch hin. Das sagt jetzt nichts aus, ob Zeta 5 irrational ist oder nicht. Aber die Aussage ist, es ist mindestens eine von Zeta 5, Zeta 7 und Zeta 9 ist irrational. Die Vermutung ist natürlich, dass alle irrational sind, aber man kann das noch nicht beweisen. Also ich wiederhole, ich schreibe das jetzt nicht auf. Bei Zeta 3 weiß man, es ist irrational und bei Zeta 5, Zeta 7 und Zeta 9 weiß man nur, dass einer von den dreien irrational sein muss, aber man weiß nicht, welche und man kann nicht beweisen, dass es alle sind. Das ist das erste Beispiel und das Beispiel 2 ist jetzt ein Beispiel von algebraischen Potenzreihen in mehreren Variablen, das ist das Abzählen von Gitterwegen. Das ist ein berühmtes Problem der Kombinatorik. Ich gebe da den einfachsten Fall an. Beispiel, wir nehmen den ersten Quadranten und
hier einen Punkt, den nenne ich IJ. Und wir möchten abzählen, hier haben wir 0, 0. Wie viele Wege gibt es von I nach J, von 0 nach IJ? Das nennen wir den Punkt P. Das hier ist der Nullpunkt. Und wir erlauben auf unserem Weg nur Schritte, die parallel zu den Achsen sind. Also wir könnten zum Beispiel so gehen, dann gehen wir hinauf. Okay. Und nur vorwärts, oder? Also nur nach oben oder nach rechts? Ja, hier haben wir als Schritte, haben wir nur erlaubt, so oder so. Das ist die Schrittmenge. Dieses Beispiel habt ihr wahrscheinlich in der Kombinatorik schon gesehen, das ist ein bisschen uninteressant. Ja, um hierher zu kommen, braucht man natürlich genau I plus J Schritte. I plus J, N gleich I plus J Schritte notwendig. Und man bekommt, wenn wir A, I, J die Anzahl der Wege nehmen, von 0 nach P mit dieser Schrittmenge, dann bekommen wir sofort eine Rekursion. Achtung, jetzt haben wir doppelt indiziert, aber das wollen wir akzeptieren. Die Rekursion geht einfach, ja, wir nehmen die Vorgängerpunkte und entsprechend A, I, J ist gleich A, I minus 1, J plus A, I, J minus 1. Hier ist eine Rekursion in zwei Indizes mit konstanten Koeffizienten. Das ist ein bisschen leichter. Dieses Beispiel, das ist nur so ein Vorläufer. A. Interessanter wird es, wenn man kompliziertere Mengen nehmen. S, Schrittmenge. Und einfachheitshalber nimmt man da in, naja, S, die Elemente, hier nennen wir vielleicht VW, das sind so Vektoren, und wir nehmen VW in plus, minus 1 und 0. Das ist ein klassisch untersuchtes Beispiel, das sind Schritte, sind nur kleine Schritte. Also zum Beispiel könnten wir nehmen, für S, man zeichnet das so grafisch auf, Einheitsvektor nach oben, Einheitsvektor nach unten und dann noch, also hier haben wir 0, 1, 1, 0 und minus 1, minus 1. Okay. Jetzt hier ist es natürlich schon interessanter, nach IJ zu kommen. Ach ja. Jetzt müssen wir natürlich, wir können nicht hinunter starten, wir müssen im ersten Quadranten bleiben. Das ist die Nebenbedingung. Also wir können zum Beispiel so rübergehen, dann gehen wir nochmal rüber, dann gehen wir ein bisschen rauf, dann gehen wir wieder rauf, aber dann können wir auch runtergehen. Ja? Dann gehen wir vielleicht wieder rauf und so weiter, bis wir hier kommen. Ihr seht, wie das funktioniert. Und jetzt erhalten wir natürlich beliebig lange Wege, um von 0 nach P zu kommen, weil wir hier im Kreis gehen. Wir wollen also jetzt auch die Anzahl der Schritte fixieren. Die Anzahl der Schritte sei k. Und wir wollen jetzt, bekommen wir eine Funktion a, i, j, k. Das ist die Anzahl der Wege von 0 nach p im ersten Quadranten. Im ersten Quadranten. Mit Schrittmenge, ich glaube, das kann ich hier noch herschreiben, mit Schrittmenge s. Und die erzeugende Funktion ist jetzt eine Funktion in drei Variablen. Die nennen wir vielleicht a, x, y, z gleich
Summe a i j k, x hoch i, y hoch j, z hoch k. Und das ist klarerweise eine formale Potenzreihe in x, y, z. Okay. Und die Kombinatoriker fragen sich, was ist die Asymptotik von A? Ist A algebraisch? Ist A d-endlich? Asymptotik von A, das heißt, wie verhalten sich, wie wachsen diese A, I, J, K oder Algebraizität? Oder D-Endlichkeit. Von A. Ja. Das ist sehr beliebt, weil da kann man viel Computeralgebra machen, viel rechnen. Und es stellt sich heraus, auch wenn man Schrittmengen hier nimmt, die in diesem ersten, in diesem Einheitsquadrat sind, dass die Antwort ganz, ganz verschiedenartig sein kann. Gibt eine Klassifikation. Aller A, X, Y, Z für S wie oben. Man kann natürlich auch andere Schrittmengen nehmen, aber wir nehmen sie nur die Schritte in diesem ersten Einheitsquadrat. Also wenn wir hier drinnen sind unsere Vektoren von S. Ja, also die so. Ihr versteht, was ich meine. Ja, und da muss man jetzt schauen, wie viele Möglichkeiten, wie viele Schrittmengen gibt es. Dann hat man noch eine gewisse Symmetrie. Und stellt fest, manche Fälle sind ganz einfach. Und man erhält eine Liste von S mit der jeweiligen Qualität von A, X, Y und Z. Ja, muss man jetzt definieren, was algebraisch in mehreren Variablen heißt. Und das hängt sehr von S ab. Und was kann auftauchen? Ja, es kann alles auftauchen. Alle Fälle sind möglich. Also meistens ist A d-endlich. Aber nicht immer. Und die Unterscheidung, wann das d-endlich ist oder nicht, kann man relativ gut an der Schrittmenge S ablesen. Manchmal ist A sogar algebraisch. Aber nur selten. Okay. Jetzt das Spannende an dieser Frage ist, das wurde geklärt bis auf einen Fall. Ein Fall blieb übrig, blieb ungeklärt übrig. Und das läuft unter dem Namen Gessel-Vermutung. Ein Fall blieb, also eine Schrittmenge hat sich gespießt. Und ich kann euch die angeben, nämlich, ich zeichne die grafisch auf, S gleich, man nimmt den Einheitsvektor nach links, man nimmt den Einheitsvektor nach rechts und nach links und dann nimmt man noch die beiden Diagonalen. Und das tut man dann einfach zusammenfassen, man zeichnet das dann alles zusammen. Das schaut dann so aus. Okay. Da
Ja. Gerstl hat vermutet, dass das nicht de-endlich ist. Gerstl. A ist nicht, und schon gar nicht algebraisch, ist nicht de-endlich. Okay. Jetzt hat man natürlich überhaupt kein Gefühl, wie man das angehen könnte oder was die Antwort ist. A priori kann man das nur raten, wenn man nicht die Beweise in den anderen Fällen kennt. Ich glaube, diese Vermutung von Gerstl ist aus den 80er Jahren. Und was meint ihr? Was ist die Antwort? Das wurde geknackt. Das wurde vielleicht so 2005 geknackt oder 2010. Was dann Chaos? Sie haben die Frage beantwortet mit sehr viel Computereinsatz und vielen Tricks. Da gibt es eine Technik, die nennt sich Creative Telescoping. Boston Cowers haben zur Überraschung der Community bewiesen, dass A für diese Schrittmenge sogar algebraisch ist. A ist algebraische Potenzreihe. Das war eine Sensation. Und dann hat man sich gefragt, ja, warum hat sich das so lange gesträubt? Und der Grund ist, die ist zwar, dieses A ist eine algebraische Potenzreihe, aber das Minimalpolynom hat extrem hohen Grad. Mit Minimalpolynom vom Grad, wenn ich mich nicht falsch erinnere, es ist in der Größenordnung von 70, ich glaube es war 71 oder 78. Und jetzt hat man aber ein Minimalpolynom in einer zusätzlichen Variable, ist also ein Polynom in vier Variablen. Das auszurechnen ist mit Computern hoffnungslos, ja, aber sie haben bewiesen, dass das der Fall ist. Das zeigt schon, da interessieren sich sehr viele Leute dafür. Die Techniken gehen teilweise in die Analysis hinein, teilweise natürlich Kombinatorik und viel Computeralgebra. Das als Anekdote zu diesen beiden Beispielen, zur Algebraizität. Ja. Man hat danach versucht, an diesen Schrittmengen zu erkennen, warum das manchmal das A de-endlich ist und warum nicht. Und das hat noch niemand wirklich gefunden. Und dann kann man das Gleiche natürlich für Gitterwege in Z3 machen, in höheren Dimensionen. Da ist dann noch viel Unerforschtes zu entdecken. Gut. Das war so ein kleiner Aperitif zur heutigen Vorlesung, weil gestern auch die Frage aufgetaucht ist, wie gibt man überhaupt so eine Potenzreihe an? Ja, und wenn man eben die Koeffizienten der Reihe irgendwie gegeben hat, durch ein Abzählverfahren oder durch eine Rekursion, ist natürlich naheliegend zu fragen, ob das algebraisch ist. Ja. Vielleicht schreibe ich da noch dazu diese Methode, das nennt sich Creative Telescoping. Ja. Gut. Dann kann ich das jetzt, glaube ich, löschen. Und wir gehen kehren zurück zu unserem Satz über die Implikation algebraisch impliziert de-endlich. Also wer sich für Kombinatorik interessiert, das ist natürlich ein unerschöpfliches Thema, diese Gitterwege. Da braucht man auch ein bisschen, also je nachdem welchen Zugang,
Man kann das auch über elliptische Funktionen machen. Da gibt es mehreres, also algebraische Geometrie, je nachdem. Gut, wir kehren zurück zu unserem Satz. Ich schreibe noch mal hin. Satz. Abel. Gockel. Halle. Und so weiter. Wie war meine Notation? Yx in Cx. Algebraisch. Folgt. Y von x d endlich. Wiederhole, algebraisch bedeutet, wir haben ein Minimalpolynom, das yx als Nullstelle hat. D endlich bedeutet, wir haben eine Differentialgleichung, eine lineare Differentialgleichung mit polynomialen Koeffizienten, deren Lösung y von x ist. Die Rückrichtung, wie schon erwähnt, ist also, schreibt es nochmal hin, die Rückrichtung gilt nicht, aber es ist unbekannt, ob man die Differentialgleichungen, die hier auftauchen, charakterisieren kann. Unbekannt, wie sich die auftretenden DGLs von algebraischen Potenzreihen allgemein charakterisieren lassen. Ich habe das gestern schon ein bisschen diskutiert. Da gibt es partielle Resultate, aber im Allgemeinen ist das nicht bekannt. Zweiter Beweis, das war über differenzielle Galois-Theorie. Ich habe schon definiert, was ein Differentialkörper ist. K del Differentialkörper. Ja, das bedeutet nichts anderes, dass del von K nach K eine Derivation ist. Ein typisches Beispiel wäre k gleich cx mit del gleich d nach dx. Die gewöhnliche Differenziation. Ja, und gestern haben wir schon eine Konstruktion einer Fortsetzung gemacht. Ja. Wir bedachten also jetzt immer in diesem Beispiel in k gleich cx, sei cx in L und wir haben für L genommen nicht den Zerfällungskörper, sondern nur eine endliche Erweiterung p von xy mit p irreduzibel. Über cx, ja, dann ist das eine Körperweiterung. Und ich habe schon angeführt, wie wir das del und del von cx nach cx besitzt eindeutige Fortsetzung. Auf L. Ihr seht also, in der Mathematik versieht man die Objekte mit immer mehr Strukturen.
Zuerst ist cx nochmal ein Körper, jetzt nehmen wir auch noch diese Derivation darauf. Und die Existenz haben wir schon gezeigt, also wir haben das schon definiert. Jetzt die Eindeutigkeit der Existenz schon gezeigt. Die Eindeutigkeit ist mehr eine Rechnung. Sei Delta von L nach L weitere Derivation, die Del fortsetzt. Ja, was macht man da? Ja, setze Epsilon gleich Del minus Delta, eingeschränkt auf Cx. Ich hoffe, das kann man noch lesen. Kann man nicht lesen. Epsilon gleich Del minus Delta, eingeschränkt auf Cx. Ja, ich will das nicht einschränken. Ich nenne die konstruierte, sorry, ich möchte das Delta ist eine zweite Fortsetzung und das sei schon eine Fortsetzung. Erste Fortsetzung. Und die nenne ich aber wieder Del einfachheitshalber. Ja. Dann können wir auf diesem P das auswerten. Dann Epsilon von P, jetzt muss man ein bisschen rechnen, da kommt heraus mit der Produktregel Epsilon von Y, Summe I gleich 0 bis N, M, I, A, I, X, Y hoch I minus 1. Hier haben wir einfach die Kettenregel angewandt, ich habe einmal das Y vorgezogen. Aber wir wissen, dass das Px von Y quer, das Y quer hier ist die Restklasse da drinnen, ist identisch 0 und P minimal. Daraus folgt Y von Y quer muss schon 0 sein, sonst hätten wir eine, hier haben wir eine, hätten wir eine lineare Relation, die kleiner ist und damit Epsilon gleich 0. Hier müsst ihr euch ein bisschen was überlegen, aber das ist nur eine Rechnung. Und damit hat man Delta gleich Del. Gut, jetzt beginnt eigentlich erst der Beweis. Sei nun L der Zerfällungskörper von P, Entschuldigung, ja, Moment, das meine ich nicht, Zerfällungskörper, Entschuldigung, muss ein bisschen aufpassen. Des Minimalpolynoms von Y. Ich habe die Notation leider ungünstig gewählt, aber des Minimalpolynoms P von Y von X. Ja. Hier, das ist ja noch nicht der Zerfällungskörper. Hier habe ich nur einen kleineren Körper genommen. Jetzt nehmen wir den ganzen Zerfällungskörper. Und dann haben wir, wenn der Grad von Deck P gleich n ist, dann wissen wir, dass wir n Nullstellen in L haben. Dann seien
y1 von x, gegebenenfalls mit Wiederholung yn von x, die Nullstellen von p in L. Ja, hier verwenden wir die Eigenschaft des Zerfällungskörpers. Der ist ja gerade so konstruiert, dass wir alle Nullstellen drinnen haben. Und sei V der C-Vektorraum. Ja, wir nehmen einfach das C-Erzeugnis von diesen y1 von x bis yn von x. Das liegt in L drinnen. Das ist ein Vektorraum jetzt. Ich betrachte das nur als Vektorraum. Okay. Jetzt im Allgemeinen hat dieser eine Dimension, die kleiner ist als n. Wir wählen jetzt eine Basis. Dieser Beweis ist aufwendiger und komplizierter, aber er gibt auch mehr her. Er liefert fast die Differentialgleichung. Dann nennen wir Psi, ja, ich habe das M wieder frei, ich nenne das M, die Dimension von L, von V, über C, von V, mit Basis, also gewisse Yi-Nullstellen des Minimalpolynoms können linear abhängig sein, ich nenne die Basis jetzt Z1 von X bis Zm von x. C-Basis. Okay? Wenn ich diese Spitzenklammern schreibe, dann meine ich den Vektorraum, der davon erzeugt wird. Wenn wir das jetzt aber das Körpererzeugnis nehmen, es gilt, L ist gleich C adjungiert Z1 von x bis Zm von x. Achtung, jetzt muss man, das haben wir ja schon x-mal betont, man muss immer sehr unterscheiden, welche Art von Erzeugnis man nimmt. Hier haben wir herunten das Vektorraumerzeugnis und hier ist es jetzt erzeugt als Körper. Erzeugnis als Körper oder als C-Algebra. Okay, gut. Jetzt führen wir eine Variable ein, sei y eine Variable, die hat jetzt nichts, kann die gleiche sein, mit formalen Ableitungen. y0 gleich y1 gleich y'. y2' und so weiter. Das sind also einfach neue Variable vor der Hand. Das wird dann gleich mit Sinn erfüllt, aber wir wollen das einen Differentialoperator konstruieren und betrachte die Wronski-Matrix. Wronski war ein polnischer Mathematiker, der sich hier einen Namen gemacht hat, W von YZ1 bis ZM. Diese Matrix schaut wie folgt aus. Wir nehmen in der ersten Spalte, nehmen wir diese Variablen Y', und das geht bis zur n-ten formalen Ableitung. Und in den anderen Spalten nehmen wir die Ableitungen der ZI. Ich schreibe jetzt nur noch ZI dafür. Z1, Z1' bis Zn, Z1n, das ist ein Z1,
und so weiter. Und hier haben wir Zn, Zn-Strich, ich hoffe, man kann es lesen. Und das letzte ist Zn einfach abgeleitet. Also das hier, falls man es nicht lesen kann, das ist Z1n mal abgeleitet. Das ist die berühmte Wronski-Matrix. Und wir setzen das nenne ich jetzt d von y. Wir nehmen die Determinante von groß W y z1 bis zn. Ja, das ist eine quadratische n plus 1 mal n plus 1 Matrix. Und wir dividieren durch die Determinante von groß W ohne die Ys, Z1 bis Zn. Achtung, wenn wir das Y weglassen, dann müssen wir auch die unterste Zeile weglassen. Ja, das wäre also, ich mache das vielleicht in Rot, damit man sieht, was das untere ist. Das wäre gerade diese Matrix hier. Okay. Einmal weniger ableiten. Ja, was ist das jetzt? Ja, das ist. Entschuldigung? Ja. Wir verwenden Z1 bis Zn oder Zn? Ja, das habe ich mir erwartet, dass ich da natürlich in die Sackgasse laufe. Das ist ja ein M. Sorry, sorry. Ja, das war zu befürchten. Tut mir leid. M macht überall ein M draus. Notation ist das Gefährlichste, was es in der Mathematik gibt. Tut mir leid. Ist es geklärt? Also immer ein M hier. Jetzt, was ist das? Das können wir schreiben. Naja, das ist eine Linearkombination von y' bis ym. Wir können das also schreiben als, ja, hier stehen Funktionen in x, die zi sind Funktionen in x, dann haben wir also ein am von x, y, m plus am minus 1, x, y hoch m minus 1 plus a1 x, y Strich plus a0 x. Einverstanden? Und was sind diese Koeffizienten? Naja, die Koeffizienten sind einfach, muss man halt da ausrechnen aus dieser Matrix, das ist natürlich mühsam, aber nachdem die ZI, diese ZI hier, das waren ja die Nullstellen des Minimalpolynoms. Ja, das sind also konvergente Potenzreihen oder algebraische Potenzreihen. Nehmt einfach irgendwelche Potenzreihen. Ja. Das heißt, die Einträge, die hier vorkommen, mit AI von X in CX. Momentan interessiert mich nicht, ob die algebraisch sind oder nicht. Das sind einfach Potenzreihen. Okay. Jetzt Beobachtung. Und hier sieht man, wie tricky das mit der Wronski-Matrix ist. Unser y von x, unser ursprüngliches y von x, mit dem wir gestartet sind, ist natürlich ist eine Nullstelle von Pxy und damit eine C-Linearkombination
der Z1 von x bis Zm von x. Ja, ich erinnere daran, das V war ja gerade der Vektorraum, der von Z1 bis x, Zm von x, und das war der Vektorraum aller C-Vektorraum aller Lösungen von P in unserem großen Körper L. Okay? Ja, aber wenn das Y eine C-Linearkombination ist, dann ist natürlich die Ableitungen sind auch C-Linearkombinationen. Also ist diese Spalte, diese erste Spalte, wenn wir Y von X einsetzen und die Determinante ausrechnen, wird das identisch 0. Wiederhole, wenn wir hier für Y, Y' und so weiter Y von X diese Potenzreihe einsetzen, nachdem die erste Spalte linear abhängig ist über C mit den anderen Spalten, ist die Determinante 0, das heißt, das D von Y und X ist 0. Ja? Das heißt aber, dass wir eine Differentialgleichung gefunden haben, die Y von X annulliert. Damit Differentialgleichung für Y und X. Und der einzige Defekt ist mit Koeffizienten in Cx. Und das genügt aber nicht für d-endlich. Für d-endlich brauchen wir, dass die Koeffizienten polynomial sind oder rationale Funktionen. Dann wären wir fertig. Aber zumindest haben wir eine Differentialgleichung gefunden, ja, für das y von x. Vielleicht wollen wir das ja so schreiben, wenn ihr wollt. Und jetzt kommt die differenzielle Galois-Theorie herein. Die Behauptung ist, die AIX liegen bereits in CX, rationale Funktionen. Und wenn wir das gezeigt haben, dann folgt, ja, wir können dann die rationalen Funktionen zu Polynomen umwandeln, indem wir mit dem Nenner ausmultiplizieren. Daraus folgt dann schon das y von x d-endlich. Okay. Das ist die Vorgangsweise. Also, ich wiederhole, wir konstruieren explizit die Differentialgleichung und durch ein Wunder hat die dann polynomiale Koeffizienten. Ganz so toll ist das jetzt auch wieder nicht, weil die Konstruktion dieser Differentialgleichung hier, hier steht sie, die wird dann gleich 0 sein, ja, verwendet die Kenntnis aller Nullstellen des Polynoms P. Ja. Und die kann man natürlich, ja, die sind schwer auszurechnen im Allgemeinen. Und dann muss man aber noch diese Determinanten bilden. Und man hat eigentlich praktisch keine Chance, die AIs wirklich auszurechnen. Auch wenn sie dann polynomial oder rationale Funktionen sind. Okay? Aber die Vorgangsweise ist schon recht subtil eigentlich. Nicht? Diese Wronski-Matrix spielt in der Theorie von linearen Differentialgleichungen eine ganz wesentliche Rolle. Das ist immer wieder der gleiche Trick, den man hier anwendet. Okay. Ich muss also jetzt nur noch diese Behauptung zeigen. Und dann sind wir mit dem Beweis fertig und auch mit der Vorlesung. Ich mache jetzt den
Ich mache jetzt den Beweis nicht in allen Details, weil da sind Rechnungen drinnen, die, das ist nicht übertrieben schwer, aber das führt jetzt zu weit eigentlich. Ich will mehr die Ideen skizzieren, also Beweis der Behauptung. Und jetzt kommt die differenzielle Galois-Theorie ins Spiel. Betrachte G definiert die Galois-Gruppe von L über Cx. Ja, das ist eine Körpererweiterung. L ist der Zerfällungskörper von Cx bezüglich dem Polynom P. Und die operiert nicht nur auf L, sondern mit Operation auf. Wir können das L erweitern, L Schlange gleich L. Wir adjungieren diese Variablen y', y2' und so weiter bis ym. Ja, und wie lassen wir die operieren? Auf L operiert sie, weil das Automorphismen sind. Ja, und wir lassen sie auf den Variablen trivial auf den Y i. Okay. Jetzt kommt eine kleine Rechnung, die wir uns sparen. Dann gilt für so einen Automorphismus von L in G. Ja, das Sigma ist also, geht von L nach L und wird dann fortgesetzt. Sigma von Zi x Strich. Wir können das Sigma anwenden auf Zi von x. Die Zx sind von L drinnen. Ja. Wir können dann nach x ableiten und es stellt sich heraus, dass da nichts anderes als Sigma von zix Strich herauskommt, dass das kommutiert. Kommutiert mit Ableitung. Und deswegen nennt man das differenzielle Galois-Theorie. Okay. Das wollen wir nicht beweisen, das muss man nachrechnen. Ist nicht sehr schwer. Jetzt nächste Behauptung. Weiters gilt. Sigma von L gleich L das verstehe ich jetzt nicht ganz Entschuldigung, Moment, kleinen Moment meine Notation ist falsch Sigma von D. Jetzt haben wir schon gewundert, ich habe da die Notation geändert. D ist unser Differentialoperator. Okay. Das ist wieder eine Rechnung, indem man diese Galois-Gruppe für alle Sigma in G nachrechnen. Wollen wir uns jetzt hier schenken. Es ist schon spät im Semester. Man zeigt, dass auf dass Sigma im Wesentlichen mit diesen Matrizen und den Determinanten verträglich ist, ja, um das durchzuziehen. Und wenn das aber der Fall ist, daraus folgt, und jetzt sind wir fertig, dass jedes Sigma alle Koeffizienten ai von x von d fixiert. Das ist gerade die Aussage, dass Sigma den Differentialoperator unverändert lässt. Das bedeutet aber, dass die Koeffizienten im Fixkörper sind.
Also AIX Element LG, Fixkörper. Aber G ist die Galois-Gruppe von L über CX. Also ist das LG eben CX, das sagt uns die Galois-Theorie. Und damit, wie gewünscht, alle AI von X, rationale Funktionen in CX. Okay. Das war die Behauptung. Ihr seht also, ihr müsst jetzt da nicht die Details verstehen, aber es geht um die große Struktur des Beweises. Man schiebt jetzt da mehrere Bausteine zusammen und erweitert die Galois-Theorie auf diese Körper zusammen mit einer Ableitung, ja, mit einer Derivation. Weiters verwendet man wieder, dass der Fixkörper der Galois-Gruppe gerade der kleine Körper Cx ist und schließt dann, dass unsere Differentialgleichung, die wir da gewonnen haben, genau die richtige ist. Ja? Nämlich die polynomiale oder rationale Funktionen als Koeffizienten hat. Das soll einen kleinen Eindruck vermitteln, dass eben die Algebra auch in der Analysis durchaus gute Anwendung findet. Ich würde hiermit heute ein bisschen früher Schluss machen. Ihr wart ein tolles Publikum in diesem Herbstsemester. Ihr habt jetzt diese Online-Phase gut durchgestanden. Diejenigen, die das erst nachträglich anschauen, sind auch noch gegrüßt. Wir bleiben in Kontakt per Mail, also bezüglich der Anmeldung zu der Prüfung, ich wurde gebeten, ein Blatt wieder mit Prüfungsfragen so zur Probe zu verschicken. Die Proseminarnoten kommen demnächst. Die habe ich mir schon mit ein bisschen ausgedacht, was jeder bekommt. Und die Erinnerung ist noch einmal, bitte die Evaluierung wirklich durchführen. Das ist uns schon wichtig, weil wir auch dieses Lightboard ein bisschen testen wollen und weil ein Projekt im Raum steht, das viel größer anzulegen. Das heißt, dass man eine größere Tafel hat und eventuell auch Zuschauer, die das natürlich dann gespiegelt sehen müssen, und dass man dann sowohl die Vorlesung in Präsenz als auch online gut herüberbringen kann. Zum Schluss noch die Ankündigung, das habe ich auch schon erwähnt, im Sommersemester mache ich die Einführung in die algebraische Geometrie und kommutative Algebra. Die Zeiten sind noch nicht ganz fixiert. Es gibt von Joachim Mankop auch eine höhere Vorlesung, kommutative Algebra, die ist für euch jetzt wahrscheinlich nicht so relevant. Die Vorlesung, die ich halten werde, die ist dreistündig mit einem einstündigen Proseminar. Die wird für Bachelorstudenten durchaus verständlich sein. Das wird sicher nicht schwerer als die Algebra, eher sogar leichter. Was ich dort machen möchte, ist ein bisschen komplementär zu dem, was ich jetzt in den letzten Stunden gemacht habe, nämlich zeigen, wie die Algebra in der Geometrie arbeitet. Ja, wir werden uns geometrische Fragestellungen anschauen, über geometrische Objekte, wie die ausschauen, wie die Krümmungen sind, ob sie Mannigfaltigkeiten sind, wie sie sich miteinander schneiden. Ja, und werden das immer in die Algebra übersetzen, in der Algebra dann unsere Theorie anwenden und damit geometrische Schlussfolgerungen zurückbekommen. Okay. Da kommt noch separat ein Blatt mit einer genaueren Ankündigung, was wir da machen werden. Und auch wenn die Vorlesung elementar ist, möchte sie doch sehr, wie soll ich sagen, ich möchte euch zeigen, ja, es ist ein bisschen philosophisch, würde ich sagen. Ja, ich werde jetzt nicht nur herumrechnen und beim Kreis 10-mal die Tangenten ausrechnen, sondern wir werden das von einem höheren Standpunkt betrachten und insbesondere ein bisschen hinüberschielen in die berühmte Theorie der Schemata, die aber jetzt kaum auftauchen werden. Dazu noch mehr in der Aussendung, es steht auch im Vorlesungsverzeichnis. Danke für euer Interesse, passt gut auf euch auf, bleibt gesund und vielleicht sehen wir uns in den nächsten Semestern wieder.
Tschüss und bis zum nächsten Mal. Eine Frage noch? Ja. Wegen dem das Pro-Seminar? Ja. Machen wir erst um 13:10 dann wieder? Oder? Ja, wir schauen, wenn um 13 Uhr alle schon da sind, können wir um 13 Uhr anfangen, aber vielleicht ein bisschen kurz nach 1 Uhr, würde ich sagen. Gell? Okay, perfekt. Gut, bis gleich.